Würdest du lieber Seifenblasen produzieren, wenn du sprichst? Ah, oder Rauch produzieren, wenn du gehst? Wo soll ich denn hingehen? Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich gehe, Rauch produzieren? Laufen. Wenn du läufst, ob du lieber Rauch produzieren würdest? Warum soll ich denn Rauch produzieren? Ich nehme einmal die Frage. Würdest du lieber Seifenblasen produzieren, wenn du sprichst? Also wenn du sprichst, dass Seifenblasen rauskommen? Jetzt habe ich verstanden. Ich nehme lieber das mit dem Rauch. Okay. Jetzt habe ich es geschickt. Ich mache euch die letzte Kerze auf der Torte. Würdest du lieber von Zombies angegriffen werden? Oder von Marsmenschen angegriffen werden? Nee, dann von Zombies. Echt? Ja. Die essen Gehirne. Ja, ich kann mich ja wehren. Okay. Würdest du lieber einen fröhlichen Traum haben, der dich traurig macht, wenn du aufwachst? Oder einen Albtraum haben, der dich erleichtert aufwachen lässt? Ja. Ein Albtraum, ja. Okay. Ein Albtraum haben, der mich erleichtert aufwachen lässt. Würdest du lieber klar sagen, dass das Geschenk, das du von jemandem erhalten hast, dir nicht gefällt? Oder so tun, als gefiele dir das Geschenk? Nee, ich würde sagen, dass es mir nicht gefällt. Sonst ist es ja unfair. Ja, stimmt. Unfair. Würdest du lieber ja, bitte. Würdest du lieber drei Männer und keine Kinder haben oder drei Kinder und keinen Mann? Drei Kinder und keinen Mann. Echt? Ja. Und wo kommen die Kinder her? Keine Ahnung. Vom Storch. Die werden vom Storch geboren. Ein Jahr lang Justin Bieber hören oder ein Jahr lang nicht sprechen können? Ein Jahr lang nicht sprechen können. Mein Gott, ich höre doch keinen Justin Bieber. Was? Du kannst dann ein ganzes Jahr nicht reden. Egal, wenn ich Justin Bieber gehört habe, kann ich nicht mehr hören. Öffentlichkeit stürzen und dich nicht verletzen. Kommt wohl selten vor bei dir. Oder alleine in einer Ecke stürzen, aber dich dabei verletzen. Was ist denn das für ein Deutsch? Ich hab's richtig vorgelesen. Nee, das erste. Ja, das würden 46% machen. Okay. Würdest du lieber quadratische Augenbrauen haben, oh mein Gott. Oder einen dreieckigen Kopf haben. Also ich würde einen dreieckigen Kopf nehmen. Ja. 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 Würdest du lieber lebenslang ins Gefängnis gehen oder lebenslang in ein Irrenhaus gehen? Irrenhaus. Oh, hallo, es ist meine Frage. Würdest du lieber bei einem Brand versuchen, durch die Flammen zu gehen oder in einem Brand auf Hilfe warten, aber riskieren, dass die Hilfe zu spät kommt? Oh. Ich glaube, ich würde durch die Flammen gehen. Echt? Naja, vielleicht... Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da so eine Lücke oder so. Wenn da Wasser ist, dann schnell ins Wasser rennen, würde ich sagen. Dann bin ich gelöscht. Ja, ich nehme auch... Sarah 22 hat einen Pool in der Wohnung. Und sie schnell hingehen kann, wenn es brennt. Also würdest du lieber $100 beim Pokern verlieren oder beim Strip-Poker nackt enden? Boah, nee, ich glaube, ich würde lieber 100 Euro beim Pokern verlieren. Ja, kein Scheiß. Mhm. Ups, Scheiß darf man nicht sagen. Miep! Oh, Scheiße, jetzt habe ich nur zwei Fragen weitergemacht. Jetzt hast du auch Scheiße gesagt. Miep! Würdest du lieber die vorherige Frage oder du kannst es nicht erwarten, die nächste Frage zu sehen? Ich weiß nicht, was die vorherige Frage war, ich auch nicht. Weil du sie übersprungen hast. Ich würde lieber die nächste Frage sehen. Okay. Okay. Würdest du eher eine magische Kraft haben und gezwungen sein, es allen zu erzählen oder eine magische Kraft haben, aber niemandem etwas davon sagen können? Nee, ich würde es niemandem sagen können. Ich auch nicht. Nee. Würdest du lieber nur Fleisch essen oder nur Gemüse essen? Nee, ich würde nur Gemüse essen, weil immer nur Fleisch essen. Nee, würdest ja, du nur Fleisch essen? Fleischesser. Aber ich liebe Fleisch. Pflanzenfresser. Fleisch! Achso, wenn du meinst. Oh, ist kalt. Würdest du lieber dich durch Gedankenkraft durch Objekte bewegen können oder die Zeit anhalten können? Nee, ich würde gerne Objekte bewegen können. Echt? Mhm. Krass.
Würdest du lieber das Opfer eines schweren Justizirrtums sein oder das Opfer eines schweren medizinischen Fehlers? Was heißt denn Justizirrtums? Ich nehme, glaube ich, das zweite. Verstehe die Frage nicht. Okay. Ja, alles klar. Würdest du lieber Analphabet sein oder... Nein, nochmal. Nein, nochmal. Oh, ich habe schon viel zu früh oder gesagt. Würdest du lieber Analphabet sein, aber perfekt verstehen, was die Leute zu dir sagen? Oder lesen und schreiben können, aber nicht verstehen können, was die Leute zu dir sagen? Ja, das zweite. Okay. Würdest du lieber... Oh, eins habe ich aus dem Auge. Würdest du lieber nur bellen können oder lebenslang auf allen Vieren gehen? Oh Gott. Boah, ist das krank. Ich würde nur auf alle Viere gehen. Echt? Wäre doch voll dumm, wenn ich nicht mehr sprechen könnte. Aber bellen. Ich würde nur bellen. Nee. Okay. Das versteht mich ja keiner. Würdest du lieber dein ganzes Leben lang Mundgeruch haben? Oder dein ganzes Leben lang schnupfen? Bei SpongeBob. Da steht Schnupfen. Schnupfen wahrscheinlich, ne? Würdest du lieber dein ganzes Leben lang Mundgeruch haben? Oder dein ganzes Leben lang Schuppen? Nee, dann Mundgeruch. Wow, oh, nee, ich finde Schuppen. Ja, kannst du hier ausbürsten. Und wenn Schuppen hast, kannst du es auch mit den Shoulders waschen, aber... Nee, ich würde, glaube ich, den... Lieber völlig gelähmt sein, aber die Gedanken der Menschen lesen können. Oder all deine Beweglichkeit haben, aber nur wissen, wie man Eichhörnchen mental kontrolliert. Nee, ich nehme das erste. Was auch immer das jetzt noch ist. Völlig gelähmt sein, aber die Gedanken der Menschen lesen können. Oh nee, bitte doch nicht. Ja, ich würde es auch nicht machen. Die Eichhörnchen. Okay. Würdest du lieber Pokerweltmeister sein oder Schachweltmeister? Schachweltmeister. Ist scheißegal. Nein, Schach. Weltmeister oder Poker? Man kann so pokern? Nee, auch nicht. Okay, würdest du lieber allergisch gegen die Sonne sein, aber unsterblich? Oder gesund sein, aber im Alter von 50 Jahren sterben? Allergisch gegen die Sonne und unsterblich sein. Würdest du lieber Zähne anstelle von Haaren haben? Oder Haare anstelle von Zähne? Ich stelle das gerade bildlich vor. Ja. Nee, wow. Ja, du hast Zähne auf dem Kopf. Monster, was so richtig weit den Mund aufmacht und überall Zähne sind. Ach so, Stranger Things ist das. Ja, ja, kann sein. Netflix! Sophie! Würdest du lieber in den Bauch einer Taube beißen oder in den Bauch einer Ratte? Nee, also sind beide so... Also beides sind Allesfresser. Was möchten Sie bitte? Beides sind Allesfresser und das ist ein bisschen eklig. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich in einen Bauch von einer Taube beißen, mhm, weil ich sonst die Rattenhaare im Mund hätte. Oder die Taubenfedern. Und Tauben sind süß. Mhm. Würdest du lieber 10 Jahre im Gefängnis verbringen und 10 Millionen Euro gewinnen? Oder nicht ins Gefängnis gehen, aber keine 10 Millionen Euro gewinnen? Nein, ich würde ins Gefängnis gehen und 10 Millionen Euro gewinnen, weil es tatsächlich Menschen gibt, auf die ich keinen Bock habe. Und 10 Jahre, naja, ist ziemlich lange. Aber... Wenn ich danach 10 Millionen Euro... Aber du könntest auf Kaution freikommen und dann könntest du von den 10 Millionen Euro auf Kaution freikommen. Halt. Ja, das ist gut. Danke für diese Erklärung. Jetzt bist du dran. Also erstmal ist hier Kack-Werbung, will ich mal sagen. Okay. Oh. Hem. Ich hab das doch gar nicht gehört. Test. Oh, jetzt muss ich das kurz spielen, gell? Sonst geht es nicht weg. Mello! Zeig mal den Leuten, was du da spielst. Das muss ich jetzt spielen, damit die Kack-Werbung weggeht, ey. Ich krieg ja eine Krise jetzt so. Ein Mitleidsdaumen. Du lieber von einem Blinden erschossen werden oder von einem Pinguin erstochen werden? Ich würde lieber von einem Blinden erschossen werden, weil es kann ja auch sein, dass er nicht sieht, dass er mich verfehlt. Ich frage mich sowieso gerade, mit was du vom Pinguin erstochen werden sollst. Ein Schnabel. Achso, ja. Würdest du lieber mehr als 200 Kilo wiegen oder unter 21 cm groß sein? Nee, ich glaube, ich werde lieber klein. Ja, aber dann heißt es ja nicht, dass du dünn bist. Egal, ich bin trotzdem klein. Keiner will klein. Dann bin ich süß, wenigstens. Kleines, süßes Tickerchen. Alles klar.
So, ich muss mal mein Handy heller machen. Ja, das Tageslicht verabschiedet sich gerade. Hab leider meinen Strom nicht bezahlt. Würdest du lieber 5 Minuten auf brennender Glut laufen, ist nicht so gefährlich, habe ich schon mal gesehen, oder eine Stunde lang in einer Wanne mit Eiswürfel baden? Boah, ne. Entscheide dich bitte richtig, gehört, du bist eine Frostbeule. Ja, ja, mir ist schon sehr kalt. Nee, ich glaube, ich würde lieber bei dem Gedanken auf der schon Glut laufen. Inmitten von Tigern laufen oder inmitten von Haien schwimmen? Oh. Also ich würde die Tiger alle erstmal fett fressen und füttern, dass sie mich in Ruhe lassen und dann würde ich da durchlaufen. Hat sie ja mit Haien, obwohl Haie... Nee! Nee! Oh, Kuchen. Würdest du lieber durch eine Prüfung fallen oder schlechte Ferien haben? Prüfung fallen. Was? Prüfung fallen. Nee, ich würde dann lieber schlechte Ferien haben. Ich muss doch meine Prüfung bestehen. Nee. Ich sag dazu jetzt nichts. Okay. Würdest du lieber die Zeit kontrollieren, anhalten, verlangsamen, beschleunigen oder teleportieren und fliegen? Ja, Mann. Nee, ich würde das erste machen. Ich würde das zweite nehmen. Okay. Würdest du lieber jemanden daten, der einen Meter kleiner ist? Nee, nee, dann einen Meter größer. Ja. Ein bisschen viel zu groß, aber egal. Immer größer sein. Aber noch nicht einen Meter. Ja, besser als einen Meter zu klein. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Würdest du, achso. Würdest du lieber... Würdest du lieber in einem Pflegeheim leben und jeden Tag Scrabble spielen? Nee, danke. Oder in einer psychiatrischen Einrichtung leben und jeden Tag Fang spielen? Ja, eindeutig ich. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Meiner besten Freundin das erste Video. With me. With me, Jenny.